Ui, ui, ui. Jetzt aber machen wir Charles Mission. Priorität Nummer 1, Charles Mission. Natürlich, was sonst? Bro, seine Mission muss Nummer 1 kommen. Sie sind hier, ah ja. Charles. Da war Fleisch, was auch immer. Den Nachwuchs aus den Rebellen holen. Von den Rebellen raus. Oh, Ladebildschirm. So schön für die Augen. Ich werfe euch was drüber. Oh, das killt meine Augen. Oh, das killt die Augen gut. Ciao, Darwa. Sagt das Scanner was? Nein. Schon wieder rein da. Springen. Okay. Der Ball ist ja auch cool. Valkyrie Piranha haben wir dabei. Ich habe jetzt auch Reliktpanzerungsbeine. Die schaut richtig cool aus. Schaut die Rüstung cool aus. Die wird leider in den anderen Mass Effect-Teilen vielleicht nur. Naja, man kann sie auch als Mod reinfügen. Char und Liam, damit wir gleich einen dabei haben, der gute Eindrücke bei den Rocker macht. Das Auto gibt es ja gar nicht. In manchen Stellen, in manchen Stellen gibt es es. Stimmt ja. Ab, die Mod ist wieder am Bildschirm. Unter da, unter da. Okay. Wo muss ich hin? Hier, die haben haufenweise Nebenmissionen hier. Ich könnte jetzt zuerst Nebenmissionen machen. Nein, nein. Schaffe ich es darauf? Das ist eine unsichtbare Wand? Nein. Das ist eine Zone in der Map, wo ich nicht hingehen sollte, auf jeden Fall. Da ist die unsichtbare Wand. Schaut euch diese Aussicht an. Riders Licht passt auch perfekt hinein. Was für ein Badass. Mist. Okay. Okay, machen wir weiter, bevor ich da noch so viel in die Natur reinschaue. Oh, wer hat denn an den Mission? Ihr zwei? Pathfinder Ryder. Dr. Tassana Ryler, Xenobotanikerin für die Initiative. Und das ist mein Kollege, Dr. Erich Baumgarten. Xenogenetik. Freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, ein Deutscher hier. Das ist Ihre Spielkiste. Ich kann verstehen, warum Sie auf Haval sind. Es gibt hier viel Arbeit für Sie. Korrekt. Man kann bei jedem Schritt auf eine neue Lebensform stoßen. Darum treten wir auch besonders vorsichtig auf. Ihr Bericht über die beschleunigte Evolution und das rasche Wachstum der Natur hier hat unser Interesse geweckt. Wir analysieren alles, was wir finden, um zu ermitteln, wie wir diesen Effekt bei unseren eigenen Pflanzen reproduzieren können. Dafür gäbe es interessante Anwendungen, falls man den Prozess kontrollieren kann. Aha, Sie verstehen das letztliche Ziel. Wenn wir das Wachstum von Pflanzen und Tieren so anregen können, dass es keine destruktiven Folgen hat, wäre damit der Hunger besiegt. Das würde für die Initiative alles verändern. Unsere Kolonien würden praktisch über Nacht gedeihen. Seit Sie das Gewölbe repariert haben, kehrt langsam wieder Normalität ein. Aber zu schnell für uns. Die beschleunigten Lebensformen, die Sie untersuchen wollen, sterben ab. Sie verfallen. Wir überschlagen uns förmlich, um alles zu scannen und zu katalogisieren, bevor es weg ist. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Oh. Zeigen Sie mir die Lebensformen, die Sie brauchen. Ich erledige den Rest. Alles, was jenseits seines Basiswachstumszyklus mutiert ist, unterstützt unsere Arbeit. Ich gebe Ihnen die vielversprechendsten genetischen Marker für Ihre Scans. Danke für jede Hilfe, die Sie leisten können, Pathfinder. Kommen Sie wieder hierher, wenn Sie fertig sind.
Selbst die Asari-Frau klingt extrem deutsch neben ihnen. Die haben beide so einen deutschen Dialekt, die haben beide auch das A ein bisschen mehr gewollt. Kieran sagt, Haval hätte nur noch einen Zyklus durchgehalten, allerhöchstens zwei. Waren die Prognosen wirklich so schlecht? Ja, unglaublich, oder? Wir standen so kurz davor, alles zu verlieren. Verdammt, war das laut. Habt ihr die Nebenquest? Okay. Was zu sagen? Sie etwas? Jarl sagte, sie hätten für die Moschei gearbeitet. Ich selbst nicht, aber viele Mitglieder des Teams, das zu den Monolithen geschickt wurde, sind ihre Schüler. Als wir herausfanden, dass der Verfall von Havarl mit den Monolithen zusammenhängt, haben wir die Moschei um Hilfe gebeten. Sie hat uns ihre besten Leute geschickt, um uns mit den Relikten zu helfen. Unsere Leute machen Ihnen doch keine Probleme, oder? Überhaupt nicht. Sie sind uns eine große Hilfe. Und Dr. McIntyre hat uns wundervolle Geschichten über ihre Galaxie erzählt. Dr. McIntyre. Es tut gut zu wissen, dass nicht alle Aliens wie die Cat sind. Dr. McIntyre. Steht das für True? Ich sollte jetzt gehen. Mögen die Sterne für Sie strahlen, Pathfinder Rider. Dr. McIntyre ist doch nur eine Abkürzung von True McIntyre, oder? Die Kurzform. Dr. McIntyre. Okay, wer ist da? Ich habe meine Ableger mit Kieran Dahls verglichen. Keine Mutationen, kein Pilzbefall. Das sind alles gute Zeichen. Für manche Leute. Diesen McIntyre hätte ich mir anders vorgestellt. Sie müssen der Pathfinder sein. Wenn Sie schon sein. Etwas essen wollen, Dr. McIntyre von der Nexus. Gewölbe ausgespuckt hat, Ryder, tun Sie es wenigstens willkommen in auf Havarl. Danke. Ich schätze mal, nachdem Sie das Gewölbe jetzt wieder auf Kurs gebracht haben, wird diese Welt deutlich gastfreundlicher sein. Die Angara haben uns eingeladen, das Pflanzenwachstum zu beobachten und die Ruinen im Dschungel zu erforschen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Sie wissen, wie Tavos den Monolithen gefunden hat? Durch Erinnerungen aus einem früheren Leben? Ja, ich habe davon gehört. Das ist auf jeden Fall was für die Lehrbücher. Sie glauben ihm? Aber Sie sind doch Wissenschaftler. Die Asari können Gedanken und Erinnerungen teilen. Proteanische Tech drückt sich durch Visionen aus. Das sind wissenschaftliche Fakten. Wir alle sind mehr als das, was man unter einem Mikroskop sehen kann, Junge. Seien Sie in der Nähe dieser Monolithe vorsichtig. Es könnte dort weitere Stasefelder geben. Wir glauben zwar, dass sie sich nur auf Angara auswirken, aber wer weiß. Oh, keine Sorge, wir wissen Bescheid. Ich habe hinter System aktiv einen Haken gemacht. Was natürlich nicht heißt, dass der junge Farley auch daran denken wird, wenn er mal wieder irgendwelchen Schmetterlingen nachjagt. Wer? Welche Aufgaben erfüllt Ihr Team hier? Sarah ist unsere Botanikerin. Sie kümmert sich um die Pflanzen und entwickelt einen künstlichen Lebensraum für sie. Außerdem ist sie rein zufällig auch noch Technikerin. Diese Asari. Ein Job reicht ihnen einfach nicht. Dann hätten wir noch den jungen Farley. Er beschäftigt sich mit Insekten. Und Sie? Ich bin unser Xenoanthropologe. Was im Grunde nichts anderes heißt, als dass ich mit den Angara über diese Ruinen rede. Und ihnen zuhöre. Ich nehme an, Sie haben bereits mit Kieran Dahls gesprochen. Klar, sie ist schließlich diejenige, die uns eingeladen hat. Sie hat einen schrecklichen Wirbel um uns gemacht. Aber sie ist eine nette Frau, die sich hoffentlich auch als gute Kollegin erweist. Ich habe jedenfalls vor, ihr genau zuzuhören. Ah ja, ich verstehe, was du meinst. McIntyre. Sichere Reisen, Radar. Ich weiß, was du meinst, mit genau zuhören. Die Berichte werden dieser Welt nicht gerecht. Sie ist traumhaft. Oh, Edison. Direktor Edison, ich nehme an, Sie haben Bedenken, weil wir keinen vollständigen Außenposten errichtet haben. Ehrlich gesagt bin ich beeindruckt, dass Sie bei der Landung nicht von irgendwelchen Ranken verschlungen wurden. Angesichts der Bedeutung dieses Planeten für die Angara ist es absolut angemessen, dass wir Sie zwar unterstützen, aber keinen Außenposten errichten. Und die Stabilität, für die Sie gesorgt haben,
Aya hat sich dafür bei mir bedankt. Ich glaube, das hat in Andromeda bisher noch niemand gemacht. Es geht hierbei nicht nur darum, gute Nachbarn zu sein. Ihre Stabilität hilft auf lange Sicht auch uns. Pragmatisch und wahr. In den Akten tauchen solche Feinheiten zwar nicht auf, aber mir sind sie durchaus bewusst. Das hier ist der letzte Pathfinder. Der letzte goldene Fehlschlag, von dem wir dachten, wir hätten ihn verloren. Sie haben es geschafft. Diese Entwicklung gibt Anlass zur Hoffnung. Und das ist vielen Leuten bewusst. Was ich jetzt noch brauche, ist Ihr Kommentar. Etwas anstelle einer Außenpostenflagge, worüber Sie nachdenken können. Wir sind noch hier und leisten weiterhin wichtige Arbeit. Dann sagen Sie ihnen das. Das hier ist Haval. Ich habe keinen Außenposten gefunden, sondern die Angara. Und einen Teil dessen gesehen, wer sie sind. Wir können hier gerne helfen, aber der Planet gehört nicht uns. Er gehört uns allen. Ich denke, das macht den ganzen Cluster mehr zu einem Zuhause. Ihr Statement wurde festgehalten, Pathfinder. Edison, Ende. Und aus der Nebenmission? Okay. Was haben wir hier noch auf der Karte? Ah, das machen wir vielleicht später, wenn der verdammte Fliege. Ah. Oder Motte, was es auch immer war. Ah, alles klar, Oka. Gibt es was Neues von Tevint und den anderen? Nein, es gibt keinen Verkehr und keinen Kontakt mit der Schmiede mehr. Sie steht jetzt unter Axuls Kontrolle. Hätten Sie eine Idee, wie wir reinkommen? Mein Shuttle könnte sie in der Nähe absetzen, aber mehr kann ich leider nicht tun. Aphra will sich die Roker nicht zum Feind machen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir werden diskret vorgehen. Ja, ja genau. Abflug. Oh, zwischendurch ist es so schwierig, die Drehtaste zu finden. Abflug zur Schmiede. Je unauffälliger, desto besser. Ich kann keine Wunder vollbringen, werde aber mein Bestes geben. Sind Sie bereit? Bereit. Gehen wir es an. Wichtig. Dieser Berg. Sind Sie sicher, dass Sie mich dabei haben wollen? Ein Außenstehender. Wird den Roker eine neue Perspektive aufzeigen. Folgen Sie mir einfach. Wir werden meine Familie zurückholen. Verdammt, schaut das wieder gut aus. Nebel und Berge haben die echt drauf gehabt. Ah, schade, dass das Spiel so schlecht angekommen ist. So weiter man reinkommt, umso besser wird's. Natürlich wird der Anfang und ist der Anfang meistens doch ziemlich grottenschlecht. Vorsichtig, wir wollen die Roker nicht alarmieren. Es wäre leichter, wenn wir wüssten, wo wir ihre Familie finden. Die Moschei bringt alle ihre Schüler zur Schmiede. Ich kenne mich aus. Das Govatan, ein Willkommenszentrum, liegt direkt vor uns. Ah, die hätten mit den Angara starten sollen. Einfach zufällig die Angara treffen zuerst. Verlassen. Der Govatan ist normalerweise voller Reisender. Afka hat gesagt, es gibt keinen Verkehr rein oder raus. Das ist keine Erklärung für diese Geisterstadt. Wo sind die Roker? Ups. Sehr cool, Liam. Bis vor einer Woche gab es regelmäßige Ankünfte. Die meisten Angara kommen mindestens einmal in ihrem Leben hierher. Entweder wegen der Tradition oder um Wissen weiterzugeben. Was war Ihr Grund? Etwas von beidem. Kommen Sie, suchen wir weiter nach Baranch und den anderen. Strom ist da, aber alles ist offline. Soll ich die Kommunikation wiederherstellen? Im Moment nicht. Es könnte die Roker alarmieren, wo immer sie sein mögen. Und der Rest? Deine Nachrichten. Also gehen wir einfach in den Häusern herumcreepen. Und hoffen, dass wir ein bisschen wie finden, das Element, was ich zurzeit brauche. Ich habe extra den freundlichsten Menschen, den ich kenne, mitgebracht. Liam! Axul hat uns heute aus dem Labor geholt.
Er sprach von der Bedrohung aus der Milchstraße. Shiva sagt, er sei ein Radikaler. Dabei spricht er nur aus, was alle denken. So spricht eine neue Rekrutin. Aksul kann sehr überzeugend sein. Meine Brüder und meine Schwester sind dafür das beste Beispiel. Okay. Wir haben keine Betten in ihren Häusern. Ob sollte ich hier oben überhaupt sein? Oh, diese Stadt riecht nach Hinterhalt. Vollkommen auf den Kopf gestellt. Sie sind in Eile aufgebrochen. Oder wurden vertrieben. Kein Kommentar? Nein. Ich kann mich nicht mehr genau an diese Mission erinnern. Aber glaube ich, einer der langweiligeren. Meine Lebensmission war richtig cool und die habe ich gar nicht gemacht, wie ich das durchgespielt habe. Einer der Rokar hat eine Scheibe frisches Elmog an meinem Platz zurückgelassen. Ich wollte ihm danken, aber er hat keine zwei Worte mit mir gesprochen. Ich glaube, sie haben Befehl, sich nicht mit uns anzufreunden. Mein Bruder Lathul liebt Elmog. Es ist seine Lieblingsspeise. Glauben Sie, er hat es ihr gebracht? Möglich, aber der Rest passt gar nicht zu ihm. Lathul ist sehr gesprächig. Maybe it's just Lathul. Lathul. Hören Sie das? Aksuls Stimme. Du sagtest, es waren alle. Waren es auch. Er muss... Alien, Angriff! Selber Alien. Scheiße. Oh. Hoffentlich hat das keiner gehört. Ja. Wir haben zuerst geschossen. Wir mussten uns verteidigen. Nein, haben sie nicht. Erfasst. Ja. Was bedeutet das? Haben sie sie zusammengetrieben? Sie hatten nicht mal eine Chance zu schießen, so schnell war ich. Hallo, Mann. So viel zu leise und diskret. Immerhin haben wir es versucht. Kapitulation ist bei Roka keine Option. Wir müssen sie ausschalten. Das ist ein Sturmgewehr. Tötet sie! Bringt ihre Leichen zu Aksul! Das ist extrem, findest du nicht auch? Okay. Wie viele Roka gibt es überhaupt? Sie dürfen nicht durchkommen! Yeah, tote Agara. Wo ist Musik? Sie liefern wirklich einen ordentlichen Kampf. Weiter kämpfen! Sie zermürben uns! Bereich gesichert. Irgendein Anzeichen von Ihrer Familie? Nein. Die Roka wissen, dass wir hier sind. Vielleicht lockt sie das raus. Ich hab genau den besten Teil der Musik überspielt. Mit Einstellungen lauter stellen wollen. Ah, Mist. Das Sturmgewehr kann ich auch wegschmeißen. Wir haben wohl das Abendessen unterbrochen. Ach, ich bin drauf da. Redet, als wären wir alle Monster. Nicht einmal die Exilanten sind alle, naja, Exilanten. Ob es ihnen gefällt oder nicht, sie waren ihre ersten Botschafter. Wo immer die Angara hingegangen sind, sie haben jede Menge Vorräte zurückgelassen. Woher hatten sie das ganze Zeug? Aja und der Widerstand liefern das alles. Falls die Cat die Schmiede zerstört haben, wäre das ein furchtbarer Schlag. Ah. Ja. Falschen Leute geschickt. Gehört das auch zum Govatan?
Wohnquartiere für die Archäologen. Die Roker haben es sich hier offensichtlich gemütlich gemacht. Axul behauptet, wir müssten die Schmiede zu unserer eigenen Sicherheit verlassen. Braygon und einige andere haben sich... Er hasst uns wirklich. Die Cat haben uns beigebracht, das Unbekannte zu fürchten. Ihre Ankunft wird bei den Angara einiges ändern. Axul fürchtet diese Veränderung. Ah, alles unterbrochen. Verschlossen. Sam, irgendein Vorschlag? Ich orte unterirdisch eine elektrische Verkabelung, Pathfinder. Sie können ihr mit dem Scanner folgen. Oh, wirklich, Sam. Hättest du uns das nicht vorher schon sagen können? So. So. Rein da. Diese Türen aufzumachen in dieser Richtung ist so wichtig. Hinter diesen Türen befindet sich eine Brücke, die zu den Ruinen führt. Dort müsste meine Familie sein. Müsste. Oh nein. Oh, Scheiße! Die Roker wollten anscheinend nicht, dass wir diesen Weg nehmen. Ich kann da drüber hopfen. Wie kommen wir jetzt zu ihnen? Wir müssen runterspringen. Verdammt, diese Aussicht. Wieder was, was ich in meine schöne Himmelmontage reinhauen kann. Ich bin mir sicher, ich kann da rüberspringen. Wäre doch lustig. Da können nicht mal Sie rüberspringen, Ryder. Oh, das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Yeah. Oh. Oh, what you say? Ah, kein Vertrauen in diesen Ryder. Oops. Nope, I made it. Oh. Wo ist Char? Versteckt sich in den Pflanzen. Char, komm, machen wir ein Thumbnail zusammen. Diese Aussicht. Oh. Da ist er ja. Oh, danke. Oh, danke, Bro. Danke. Oh, sehr cool, sehr cool. Und jetzt? Den Hügel rauf! Wir haben Gesellschaft! Scharfschützen! Oh, seien Sie vorsichtig! Träne durchs Auge. Verstärkung geschickt haben. Kommt raus, Jungs. Ich mache sicher, dass ihr die Aussicht genießt. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Oh. Position beziehen. Nee. Ist okay. Wir bängen uns da durch. Oh, wieder Leute, die wir fliegen schicken. Einfach weiterfeuern. Yep. Nein, nicht aufhören, Musik. Oh. Oh. Komm, steh auf. Enjoy the climb back up. Es ist wunderschön. Ich wollte Ihnen das schon immer zeigen, aber nicht unter diesen Umständen. Oh, verdammt. Ja, das ist richtig cool hier. Hopp. Perfekter Aussichtspunkt. Ach, komm schon. Komm schon, Ryder. Das ist alt. So wie das Zeug auf dem Mars. Warten Sie mal ab, wie es erst drinnen aussieht. Drinnen? Vor uns liegt eine Höhle. Dort befindet sich die Schmiede. Und hoffentlich auch meine Familie. Okay, besser. Oh. Oh. Tolle Atmosphäre. Trotz der Bösewichte. Ja. Ich habe das damals auf der PlayStation 4 gespielt.
Deswegen bin ich nicht gewohnt. Zeichen eine Bedeutung? Manche halten sie für eine alte Version des Shalash, unserer Handelssprache. Aber niemand konnte sie bisher entziffern. Sam, kannst du etwas damit anfangen? Die Zeichen weisen mehr Übereinstimmungen mit Glyphen der Relikte auf als mit Shalash. Aber sie entsprechen keiner in meinen Daten gespeicherten Syntax-Pathfinder. So, verdammt. Deswegen kann ich mich nicht erinnern, wie schön das Spiel ausschaut. Oder war das damals noch PlayStation 3? Was war dieser Ort vor der Geißel? Dazu hat jeder eine andere Theorie. Die Moschei glaubt, dass es eine Gedenkstätte war. Und Sie? Ich stelle mir gerne vor, dass es ein Markt war. Ein Ort der Versammlung. Okay, ich glaube, das war's mit der coolen Aussicht. Eindringlinge haben das Nest erreicht. Ich zähle drei. Moment! Ich kenne diese Stimme. Lathul! Hol Verstärkung! Lathul! Nicht! Warte! Das ist Jarl. Jarl, bist du das? Baranj, unsere Mütter schicken mich. Sie alle? Haben unsere Mütter auch diesen Menschen geschickt? Jarl wusste gar nicht, dass ihre Schwester so tough ist. Ihre Leute sind ein Witz. Tevind, bitte. Warum schickten sie dich? Weil uns die Kett schon genug gekostet haben. Sie haben Angst, euch an diesen Wahnsinn zu verlieren. Aber, Jor... Ich will, dass ihr meinem Freund zuhört. Dann erkennt ihr, dass Axul falsch liegt. Wir müssen gegen die Kett zusammenarbeiten. Ich will, dass wir miteinander auskommen. Wen kümmert's? Die Angara wollen nichts von ihnen. Wir brauchen sie nicht. Jarl, unsere Mütter wollen, dass wir aufrecht Gerade leben. Gerade weil ich sie liebe, würde ich für unsere Sache Axul sterben. Axul wird hier alles in die Luft sprengen. Deshalb hat er die Forscher weggeschickt. Ruhe. Er hat Bomben. Jetzt. Gestohlen von ihren Leuten. Wenn diese Bomben hochgehen, sieht es aus wie das Werk der Initiative. Wir müssen sie entschärfen. Ich bringe sie. Nein, nein, nein. Die Bomben in der Schmiede. Mir geht's gut, Jor. Alles klar. Wenn er diese Explosion der Initiative in die Schuhe schiebt, wird es richtig übel. Ich hasse Axul. Er darf nicht gewinnen. Alles klar. Gehen wir. Gut, dass wir hier sind. Liam auch, oder? Diese Bomben finden. Wenn Axul bereit ist, die Schmiede zu sprengen, ist er zu allem fähig. Ryder, falls er auftaucht. Ich weiß. Folgen wir ihnen. Bam, bam, bam. Die Bomben sind bereits scharf. Wie viel Zeit haben wir? Höchstens ein paar Minuten. Wir schaffen das schon. Wie mache ich das? Naja. Ich hab sogar einen Timer. Eine entschärft. Jetzt zu dem anderen. Kopf einziehen. Glauben Sie, Tevind hat Sie gewarnt? Möglich. Ist aber nicht mehr wichtig. Ist Gott sei Dank nicht so schwer. Alle mal hingehen. Achten Sie auf die Säule, sonst verlieren wir die Schmiede bei dem Versuch, sie zu retten.
Okay, alle Bomben sind entschärft. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Rokar kümmern. Schonen Sie sie nicht! Es fühlt sich an, als wenn... Als wenn was? Das würden wir im Ladebildschirm sein. Kann sein, kann sein. Also Lebensmission ist Comedy Relief und Charles der Augen Relief. Joel! Joel! Ich habe L'Athul getötet. Es tut mir so leid. Er ist nicht tot. Zu deinem Glück. Ich bin durchgedreht, Joel. Ich will nach Hause. Aber die Sache. Ich bin wegen dir dabei. Ich habe auf ihn geschossen. Verlass mich nicht gehen. Ich will nur Kämpfer, die hinter unserer Sache stehen. Keine Schwächlinge, die tatenlos zusehen, wie unser Volk vernichtet wird. Von Aliens. Ihre heilige Geburtsstätte zu sprengen ist Irrsinn. Ihre Sache ist am Ende. Genau wie sie. Ich spreche für unser Volk. Und ich sage, sie haben in Helios nichts verloren. Leider nicht. Los, machen Sie mich zum Märtyrer. Grafikglitch. Ich töte keine unbewaffneten Irren. Sie ziehen auf unsere Planeten. Sie stehlen unsere Ressourcen. Sie machen uns schwach. Ryder hat Planeten bewohnbar gemacht. Ja, und das werden sie uns nie vergessen lassen. Er hat unsere geliebte Moschei befreit. Ich weiß. Sie gerettet. Ich weiß. Hören Sie auf, sie zu ver... Die Moschei vertraut Ryder. Und... Genug. Wir haben die Falschen bekämpft. Vielleicht ist ja dieser Verräter der Feind. Ganz ruhig. Jarl? Nicht! Die Moschei vertraut Ryder. Sie sind eine Gefahr für ihr eigenes Volk. Gehen Sie. Oder ich töte Sie und entlarve den Widerstand als Verräter an uns. Hat daneben geschossen. Nicht das Alien ist hier das Monster. Ich liebe mein Volk. Na los, bringen wir euch nach Hause. Alles okay? Ja, danke. Oh. Was macht er jetzt? Brückenbau. Brückenbau. Goddammit. Okay. Das war, glaube ich, hier die Nebenmission. Ob ich das das letzte Mal gespielt habe. Es tut mir so leid, L'Athul. Ich wollte nie... Du konntest mich nicht mal auf kurze Distanz töten. Sie sind da. Geben wir ihnen eine Minute. Danke, dass Sie mir vertraut haben. Axuls Tod hätte die Rokar nur stärker gemacht. Er hat auf sie geschossen. Zum Glück. Dadurch hat er gezeigt, wie tief er schon gesunken war. Knallhart. Ich muss zugeben, Sie waren wirklich knallhart. Ich konnte nicht zulassen, dass Sie als Einziger gut dastehen.
Sie haben geübt. Ein wenig. Wir sollten zurückgehen. Ich möchte mich verabschieden, bevor meine Familie nach Hause zurückkehrt. Cooler Handschlag, ehrlich gesagt. Fällt mir besser, als wir haben. So ein kleiner Schulterblock ineinander rein. Bizeps. Wow, wer bist du? Wo kommt die denn her? Mit Cowboy-Hut. Cody Holgen. Oh, willkommen. Ich habe neue Vorräte, frisch von der Nexus. Und auch einige von meinen stillen Teilhabern. Ich plane, das erste Angara-Nexus-Handelshaus aufzubauen. Lone Star Enterprises. Der Name soll mich immer daran erinnern, wo ich angefangen habe. Verstehen Sie? Hey, wollen Sie vielleicht in mein Geschäft investieren? Warum klingt das wie eine Reference, die ich nicht verstehe? Ja. Was würde ich für meine Investition bekommen? Heute? Fantastische Waren. Und morgen? Wer weiß. Initiative Panzerung. Das sieht noch Schwachsinn aus. Da. Ein cooler Cowboy-Hut, den würde ich kaufen. Extra breit. Cowboy-Hut, extra breit. Okay. Ansonsten gibt es da eh nichts mehr. Das geht sich wohl wahrscheinlich noch aus, dass Charles eine Mission ziemlich fertig ist. Wirklich nicht mehr als 30 Minuten gedauert. Wahrscheinlich nur 20, so. Ich muss doch Tiere scannen, oder? Hallo Leute! Die Funktion des Gewölbes hat diesen Bereich beeinflusst. Ich empfehle Scans auf beschleunigtes Wachstum. Pathfinder. Die Lebensformen in diesem Bereich weisen Marker für beschleunigtes Wachstum auf. Hey, habe ich jetzt hier alles fertig? Ja. Ich kann hier vorbeispringen. Nickel. Nickel ist back. So, das Harzkappen? Ich habe Herzklammern gelesen. Oder Herzkammern, ja. Sie sollten die Lebensformen in ihrer unmittelbaren Umgebung auf Wachstumsmutationen scannen, Pathfinder. Da ist es selten. Gott, ist die Musik richtig reingekickt. Die hat Phasen. Wie sie gut klingt und reinkickt. Wir sie eigentlich töten müssen, die Fische auch. Nickelback. Ah, too late. To apologize. Jetzt noch eine gute Nickelback-Song-Reference hätte. Nicht, was ich gerade gemacht habe. Behälter. Blicke wie dieser, für die sich das alles lohnt. Ah, der ist nicht mal so gut. Alle erwischt! Warte, was? Mist. Hier rüber. Oh. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie gut die anderen Missionen waren. Daniel. Ausgezeichnet, Arbeit. Eva. Bringen wir dem Licht entgegen. Die Himmel. Los, holen wir sie uns.
Fette Party gerade. Nicht nur Waffen dabei, sondern auch Forschungstech, Datenpads. Finden wir heraus, warum. Okay. Zuerst. Mineralien Lager. Silizium. Ja, was das ist. Was? Ach, okay. Und das für ein Geräusch, Alter. Was sind die Datenpads? Ah ja. Die Roker haben die mutierten Tiere und Pflanzen ebenfalls studiert. Sie wollen sie gegen uns einsetzen. Das Datenpad erwähnt ein Lager. Ich aktualisiere die vorhandenen Daten. Die Missionsparameter haben sich geändert. Geil, ich bin eine Pflanze. Das ist ein blöder Weg. Ich glaube, ich werde Vetra als nächstes machen. Ach, ich ignoriere sie. Vetra, Cora und Bibi. Der Reihenfolge. Und bei Vetra nehme ich Drake natürlich mit. Und Käfer, Jungs. Ja. Lade nach! Ich mag die Throw und Charge und Singularität Kombi. Wäre cool, wenn man die in echten Mass Effect spielen kann. Natürlich. Die Tiere, die sie benutzen wollten, um uns zu vernichten, vernichten sie selber. Klassiker. Nicht chargen. Ah. Flieg. Er hat ihn ausgesagt. Ich besorge dir die. Goddammit, ich hatte gerade einen besseren One-Liner. Ich besorge dir die Hilfe, die du brauchst. Ah. Verdammt, Liam. Ich nehme dich nicht mehr mit, wenn du so weiter redest. Versaut mir einfach meinen One-Liner. Ich seh's. Komm nach Hause. Sam, was holst du daraus? Ich analysiere noch. Die Rokar waren vor allem an Mutationen interessiert, die eine natürliche Umwelt vergiften. Sie wollen unsere Kolonien unbewohnbar machen. Wie lauten Ihre Befehle für diese Daten-Pathfinder? Lade eine Kopie herunter und lösche dann alles auf dem Roker-Computer. Verstanden. Kopie erstellt. Löschen der Roker-Dateien abgeschlossen. Schließen wir die Sache ab und kehren wir zurück zu unseren Forschern. Jupp. Das war's dann mit diesem Planeten. Da kann ich exfiltrieren oder infiltrieren oder einfach verschwinden. Einfach verschwinden. Es ist krass, dass ich bei Fallout 3 schon mehr aufgenommen habe als bei diesem Spiel. Okay, hallo Bros. Was bringen Sie uns, Pathfinder? Ich wurde von Roker überfallen. Sie haben schädliche Mutationen untersucht. In der Hoffnung, sie gegen uns einzusetzen.
Hoffentlich haben sie ihrem Treiben ein Ende gesetzt. Haben sie ihre Daten? Dürfen wir sie sehen? Ich habe die Dateien kopiert, bevor ich alles auf dem Roker-Computer gelöscht habe. Ich sende sie Ihnen. Sie könnten uns zumindest bei der Verteidigung gegen künftige Angriffe helfen. Ich habe alle mutierten Tiere und Pflanzen gescannt, die ich finden konnte. Hoffentlich nutzt das Ihrer Forschung. Wir werden beschäftigt sein, bis wir umfallen, was? Danke für alles, Pathfinder. Wir beginnen sofort mit der Arbeit. Okay. Dann raus hier. Dann Jarl auf der Tempest besuchen. Wollte schon wieder Nexus sagen. Tempest. Wir verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Wem gehört sie sonst? Dir, Suvi? Und wenn du unter Brücke leckst, heißt sie nicht, dass sie dir gehört. Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Ja, das fragt er die ganze Zeit. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Wirklich? Die habe ich doch gerade eingesetzt. Jarl? Goddammit. Wo versteckst du dich? Was, Petra? Haben wir Anrufe? Ich bereite Vidcon-Kommunikation vor. Ich glaube mit der Edison-Dame, ja. Pathfinder, ich habe Dr. Kennedy zugeschaltet. Sie ist erschöpft, aber am Leben. Und das Baby? Schreit, als gäbe es kein Morgen. Aber es ist in Sicherheit. Und nun, da ihr wieder bei uns seid, ist es Aufgabe der Initiative, auch zukünftig für euren Schutz zu sorgen. Das alles hatte mit Technologie begonnen, die Ressourcen der Initiative stehlen konnte. Dr. Kennedy hat sich freundlicherweise bereit erklärt, sowohl ihre Forschung als auch jegliche entwendeten Ressourcen zurückzugeben. Ich könnte auch einfach sämtliche Daten löschen. Nein, vielen Dank. Machen wir es zur Abwechslung mal nicht komplizierter als nötig. Du und deine Tracker sind zurück und in Sicherheit. Ende der Geschichte. Leute einzusperren ist keine Lösung. Wir können nicht alle ständig im Auge behalten. Sie mussten den gesamten Cluster durchkämmen und zahllose Hindernisse überwinden, um sie zu retten. Nach allem, was ich gehört habe, war das bei den Außenposten nicht anders. Euer Pathfinder weiß, dass ihr nicht alles kontrollieren könnt. Wenn ihr wollt, dass wir in Sicherheit sind, muss es überall sicher sein. In Prodromos hat unser neues Leben begonnen. Die Leute dort würden Sie und Ihr Kind mit offenen Armen willkommen heißen. Und es ist nicht allzu weit entfernt, falls du dich mal unterhalten möchtest. Ich habe mich nicht verändert, Foster. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ah, willkommen auf Drex Eos. Die Welt, die ich am wenigsten mag. Ach, Babynamen. Viel Glück da draußen, Dr. Kennedy. Ihnen auch, Ryder. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Ja, für mich auch. Ja, ist sehr nett, sehr nett. Dann haben wir hier eigentlich drin Quora, oder? Auch nicht da. Was wird da drin studiert für ein Viech? Ah, ich glaube, ich habe vergessen, meine Ratte zu füttern. Ah, ist sicher schon abgekratzt. Drug! Ich habe gerade mit Cash gesprochen. Die Kolonie entwickelt sich prächtig. Wenn das in dem Tempo so weitergeht, könnte sie schon bald Handel mit der Nexus treiben. Moda wollte zwar diesen Antriebskern, aber sie respektiert es, wenn jemand Stärke beweist. Wenn jemand Stärke bewiesen hat, dann sie. Dieser Kampf war beeindruckend. Ja, sie ist gut. Einige der Krieger, die sie zurückgeschickt hat, wurden von ihr ausgebildet. Sind Sie glücklich, dass Spender jetzt aus dem Spiel ist? Verdammt glücklich. Es ist gut, dass wir ihn los sind. Und irgendjemand wird ihn sich schon irgendwo vorknöpfen. Womit Sie natürlich nicht das Geringste zu tun haben werden, hm? Ich? Natürlich nicht. Ich bin doch nicht nachtragend. Natürlich. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Gleich. Nur Gil hier drinnen. Den kann man ignorieren, habe ich gehört. Cora, wo ist Jarl? Macht er wieder was mit Liam? Hallo. Hallo. Hallo zurück. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein.
Warum hat die so wenig Text? Nein? Wo sind die zwei Turteltauben? Ah ja, natürlich. Pathfinder, Bradley sagt, Prodromos ist wieder auf Kurs. Diese Rokar-Bedrohung hat mich verdammt wütend gemacht. Aber irgendwie habe ich mich dadurch auch gefühlt wie ein Einheimischer. Ich habe etwas arrangiert. Auf Eos. Für alle. Es wird Zeit für mich, etwas zurückzugeben, anstatt von Krise zu Krise zu reisen. Sam hat die NAV-Punkte. Ziehen Sie sich was Leichtes an. Habe ich. Gerade. Hey. Hallo, mein ganz besonderer Freund. Was macht die Gesichtswunde? Die Narbe wird bestimmt sehr beeindruckend sein. Sie werden also noch mehr wie ein harter Kerl aussehen. Und noch anziehender? Ohne Zweifel. Sie sehen doch, wie viele Dates Drag hat. Könnten Sie bleiben und noch weiter mit mir reden? Aber du hast doch nichts zum Reden hier. Verdammt, die Spannung zwischen den zwei Typen. Ah. Wir laden einfach die Mädels für den Gagbang ein. Liam und Drax sind natürlich nicht eingeladen. Bis später, Joel. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Ja, ja. Und coole Namen, so wie ich. Grün Verbot. Ob die Wetterfrau-Doktor drinnen ist? Das ist nicht Frau Doktor. Bibi und Dexy habe ich noch nicht. Nein. Bibi hat wahrscheinlich auch nichts Neues zu sagen. Ich kann vor, die haben wenig Text in diesem Spiel. Das war in Mass Effect 2, glaube ich, am meisten. Mass Effect 1 hat, glaube ich, auch nicht so viel. Mass Effect 3 ist irgendwas. Bip. Hi, ich wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar, was gibt's? Das gleiche Flirt. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Ach, hören Sie bitte nie damit. Nur keine Sorge, Ryder. Darauf können Sie wetten. Ja. Und da ist ziemlich viel Relic-Tech da. Relic-Tech. Okay. Als nächstes wird wahrscheinlich Red Draw angegangen. Oder was haltest du davon? Red Draw. Hey, Ryder. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ui. Logbuch, verbündete Beziehungen. Vetranix. Gescheitert Nachricht lesen. Nein. Ups. Jo, peace out. Haben wir schon 50 Minuten? Ja, es passt schon so. Peace out.